Sarah kommt vor 37 Jahren in Sri Lanka zur Welt. Mit einem Monat wird sie von einem Schweizer Ehepaar adoptiert. Lange interessiert sie sich nicht für ihre Herkunft. Doch dann, nach und nach, wächst ihr Wunsch, nach ihren Wurzeln zu suchen. Dieser Prozess hat sich über die Jahre entwickelt. Es fühlt sich an wie kleine Nadeln, die dich immer wieder stechen. Aber du weißt gar nicht genau, warum es dich schmerzt. Ich bin Hebamme von Beruf und habe schon so viele Geburten erlebt. So viele Male war ich dabei bei diesem magischen Moment, wenn eine Mutter ihr Baby in die Arme schließt. Ich hatte diese Erfahrung nie. Niemand konnte mir von diesem emotionalen Moment erzählen. Immer stärker wird ihr bewusst, dass etwas fehlt. Umso mehr, als die Beziehung zu ihren Adoptiveltern schwierig ist. Erst als sie selbst eine Familie gründet, findet sie die Kraft, sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Durch die Sicherheit, die mir mein Mann und meine Kinder gegeben haben, konnte ich mein Schutzschild fallen lassen. Ich wollte unbedingt herausfinden, woher ich komme. Und auch die Kinder haben begonnen, mir Fragen zu stellen. Mama, wo ist meine Großmutter? Hast du Brüder und Schwestern? Und ich hatte keine Antwort. Sarah weiß nichts über ihre leibliche Mutter aus Sri Lanka. Auch nicht, weshalb sie Sarah verlassen hat. Von ihren ersten Lebenswochen hat Sarah nur ein Schwarz-Weiß-Foto. Und sie ist sich nicht einmal sicher, ob das Baby auf dem Bild wirklich sie selbst ist. Im März 2017 macht sich Sarah auf die Suche nach ihren Wurzeln. Doch die Reise entpuppt sich als Albtraum. Sie findet heraus, dass ihre Papiere gefälscht sind. In Sri Lanka existiert sie nicht. In diesem armen Viertel von Colombo findet Sarah schließlich die Adresse der Frau, die als Mutter auf ihrer Geburtsurkunde eingetragen ist. Im Dezember 2017 klopft sie bei ihr an die Tür. Als wir ankamen, war die ganze Familie im Haus. Wir erklärten, weshalb wir da waren, dass wir diese Frau suchen würden. Sie kam und zeigte uns ihren Pass. Sie sagte, ja, das bin ich. Und dann sagte sie mir, aber ich bin nicht deine Mama. Dennoch fühlt sich Sarah wohl mit der warmherzigen Frau. Sie ist sicher, dass es ihre Mutter ist, dass sie es jedoch vor ihrer Familie nicht zugeben will. Ich konnte es nicht glauben und sagte, ich möchte einen DNA-Test machen lassen. Sie war einverstanden und kam mit mir in ein Labor, wo man ihr Blut nahm für den Test. Ich suchte auf den Fotos nach Ähnlichkeiten. Die Augen, die Nase, die Stirn, der Mund. Ich wollte glauben, dass sie meine Mutter ist. Auch damit ich aufhören konnte, meine Familie zu suchen. Als ich zurück in der Schweiz war, lag das Resultat des Tests vor. Sie ist mit hundertprozentiger Sicherheit nicht meine leibliche Mutter. Die Frau gibt zu, sie hat sich vor Gericht als Mutter von Sarah ausgegeben. Damals gab ihr eine Frau, die sie nicht kannte, einige $100, damit sie die Papiere unterschrieb. Sarahs Mutter hatte sie nie getroffen. Im ersten Moment dachte ich, ich müsse akzeptieren, dass ich meine Familie niemals finden würde. Ich war eine Woche lang wirklich krank. Und da war dieser Schmerz in meinem Körper drin. Ich begriff, wie tief diese Verletzung ist. Cette grande blessure qui est profonde.
Genau wie Sarah sucht auch Olivia in Sri Lanka nach ihrer Familie. Die beiden haben sich dank eines DNA-Tests kennengelernt. Er hat ergeben, dass sie entfernte Cousinen sind. Das war ein glücklicher Zufall. Wir sind beide in derselben Kultur aufgewachsen, sprechen die gleiche Sprache, deshalb sind wir uns nahe. Wenn du gar nichts über deine Blutsverwandten weißt, dann denkst du irgendwann, du seist vom Himmel gefallen. Das ist nicht rational. Aber wenn man jemanden findet, mit dem man blutsverwandt ist, dann gibt einem das die Sicherheit, dass es die eigene Familie einmal gab oder vielleicht immer noch gibt. Dieses Gefühl, von nirgendwo zu kommen, hat Olivia in der Jugend schwer zu schaffen gemacht. Und dies, obschon sie mit liebevollen Adoptiveltern in der Umgebung von Zürich aufgewachsen ist. Als sie im Alter von 30 einen Artikel über das Trauma bei Adoptionen liest, wird ihr plötzlich klar, was der Grund für ihr tiefes Unwohlsein ist. Ich erkannte mich sofort in diesem Artikel. Ich war schockiert. Ich lernte in dieser Zeit so viel über mich. Ich konnte die Scham überwinden, die ich bis zu jenem Zeitpunkt aufgebaut hatte. Wieso Scham? Weil ich immer dachte, dass etwas mit mir nicht stimmte. Oder dass ich eine schlechte Person war, weil ich solche Gefühle hatte. Und plötzlich erfuhr ich, dass es eine Erklärung für all das gibt. Und dass es ein natürlicher Vorgang ist, eine natürliche Folge von dem, was mir bei der Geburt widerfahren ist, die Trennung und all das. Nach dieser Einsicht hat Olivia vor 2 Jahren den Mut gefunden, nach Sri Lanka zu reisen, um herauszufinden, wo sie herkommt. Doch schnell hat sie gemerkt, dass es keinerlei Angaben zu ihrer Geburt gibt. Ich ging den Informationen auf meiner Geburtsurkunde nach, Name meiner Mutter, Geburtsdatum, Eintrag des Spitals, in dem ich zur Welt gekommen sein soll. Ich war sogar im Heimatdorf meiner Mutter, aber das waren alles Sackgassen. Niemand konnte irgendetwas sagen zu den Informationen, die ich hatte. Heute weiß Olivia, dass ihre Geburtsurkunde gefälscht wurde. Genau wie die von Sarah. Aber die beiden Cousinen geben nicht auf. Sie verlangen einen Termin auf dem Amt in Colombo, welches die Adoption verwaltet. Dort werden alle Originaldokumente aufbewahrt. Wir haben hier nicht genügend Informationen, um etwas herausfinden zu können. Wir haben gehofft, dass auf der Geburtsurkunde bei Ihnen Informationen zu finden sind, die uns zu unseren Familien führen könnten. Können Sie uns da helfen? Das Problem ist die Kinderadoptionsverfügung. Laut einem Gesetz von 1946 braucht es eine gerichtliche Genehmigung, um die Originaldokumente einzusehen. Das heißt, im Moment kann ich meine Geburtsurkunde nicht einsehen. Nein, weil Sie das Kind sind, gemäß dieser Urkunde. Die Frauen begreifen, dass ihre Dossiers leer sind. Also, ich existiere nicht auf dem Papier. Wir wissen nicht, was in dieser Zeit genau passiert ist, nein. Ich bin vom Himmel gefallen. Nicht vom Himmel gefallen, aber... Das ist so schwer, das Gefühl zu haben, dass man nicht existiert. Wir wurden in diesem Land geboren. Dieses Land ist ein Teil von uns. Das ist die Verantwortung der Eltern, richtig? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es gibt nichts zu sagen. Ich bin schockiert. Thank you.
Sarah und Olivia gehören zu den 750 Babys, die in den 80er Jahren von Schweizern adoptiert werden. Wegen des Bürgerkriegs ist Sri Lanka damals ein regelrechtes Eldorado für Adoptionen. Insgesamt werden 11.000 Kinder nach Europa gebracht. Die Mehrheit der Paare benutzt private Agenturen, welche rasche Adoptionen anbieten, mit der Option, Geschlecht und Alter auszuwählen und auch, wie dunkel die Hautfarbe sein darf. Für Schweizer Paare gibt es mehrere Möglichkeiten für die Adoption. Staatlich oder religiös geführte Waisenhäuser, aber mit wenigen Babys und langen Wartezeiten. Deshalb bieten sich zwei private Varianten an. In der Schweiz Alice Honecker, Vermittlerin aus St. Gallen. In Sri Lanka Dawn da Silva, Vermittlerin in Colombo. Beide arbeiten mit Anwälten zusammen, welche die Adoptionen mit falschen Müttern amtlich beglaubigen. Ein Netz von Vermittlern sucht mit allen Mitteln nach Babys. Sie durchforschen die Dörfer und die Geburtsstationen in einem Umkreis von mehreren hundert Kilometern um Colombo. Ihr Ziel? Ledige Mütter. Manchmal werden Babys gekauft, für mehrere Dutzend Dollar. Manchmal werden sie den Müttern weggenommen oder die Mütter geben sie unter Druck ab. Alice Honecker, inzwischen verstorben, hat mindestens 200 Adoptionen organisiert, hauptsächlich in die Deutschschweiz. In der Westschweiz läuft der Kontakt über Dawn da Silva. Sie vermittelt mehr als 350 Kinder in die Schweiz. Dönny und Monika Weißbrot sind pensioniert und leben heute im Kanton Bern. Als eine der wenigen Adoptiveltern erzählen sie von damals. 1985 lebt Familie Weißbrot in Colombier im Kanton Neuenburg. Als Eltern von zwei Söhnen möchten sie noch ein Mädchen aus Sri Lanka adoptieren. Ein befreundetes Ehepaar kam eines Tages mit einem Baby aus Sri Lanka an. Es war so süß. Da dachten wir, wir hätten auch gern so ein kleines Mädchen. Und dank diesem Paar haben sie sich mit Frau da Silva in Verbindung gesetzt. Genau. Wir haben Miss Dawn da Silva geschrieben. Sie hat uns geantwortet, dass das machbar sei. Und wenn wir ein kleines Mädchen wollten, dann könnten wir ein Baby bekommen. Und so ging das los. Sie müssen 10 Monate warten. In dieser Zeit wird ihnen dreimal ein neues Baby versprochen. Hat sie das nicht erstaunt? Es war uns nicht richtig bewusst. Wir sagten uns, das sind arme Kinder. Und wir haben uns diese Frage nicht gestellt. Ich weiß nicht. Da Miss Dawn da Silva ja Anwältin war, dachten wir in der Schweiz, dass man ihr vertrauen könne. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass es da nicht mit rechten Dingen zugeht. Aber Dawn da Silva ist keine Anwältin. Sie ist Reiseagentin. Sie bietet ihren Kunden ein umfassendes Paket an. Unterkunft, Transport, Übersetzung und natürlich ein Kind zum Mitnehmen. Sie kommt aus einer einflussreichen Familie und sie fordert Geschenke ein, um den Prozess zu beschleunigen. Man musste Whisky mitbringen, dann Schreibstifte. Und dann auch noch Schokolade. Da stand 18 Tafeln und Uhren. Wir fanden das schon komisch, aber wir dachten, dort funktioniert halt alles anders. Wir wollten natürlich, dass alles gut abläuft. Also machten wir eher diese Geschenke und dachten uns, das sei halt Teil ihrer Kultur, ihrer Bräuche. Sie haben Geschenke im Wert von ungefähr 500 Dollar dabei. Und noch vor der Abreise müssen 1.500 Dollar überwiesen werden. Zusammen mit dem Flugticket beläuft sich die Adoptionssumme auf etwa 5.000 Dollar. Als sie in Colombo ankommen, werden die Weißbrots sofort abgeholt, um ihr Baby in Empfang zu nehmen.
Wir haben vor einem großen Eisentor angehalten. Man konnte nicht sehen, was dahinter war. Das Tor öffnete sich und eine junge Frau nach der anderen kam heraus mit einem Baby auf dem Arm. Ganz kleine und ein Geschwisterpaar, bei dem die Schwester etwas größer war. Am Ende kam Miss Dawn mit einem anderen Mädchen. Sie legte uns unsere Tochter in den Arm und sagte, hier für Sie das schönste Baby. Und es stimmt, Sandy war praktisch weiß im Vergleich zu den anderen Kindern. Sie war gut genährt. Und ja, das war die erste Begegnung mit unserer Tochter. Waren das die Mütter der Babys, die da herauskamen? Nein, ich glaube nicht. Wir hatten nicht den Eindruck, dass es die Mütter waren. Ich dachte, dass es Angestellte von Miss Dawn waren. Es war klar, dass wir die Mütter der Kinder nicht sehen sollten. Die Weißbrots ziehen mit ihrem Baby ins Hotel. Sie müssen 2 Wochen warten, bis die Papiere bereit sind. Eine Frau kommt ins Gericht, um die Adoptionsurkunde zu unterzeichnen. Glauben Sie, dass das die Mutter von Sandy war? Wir waren uns da ganz sicher. Es ist uns gar nicht in den Sinn gekommen, dass es anders sein könnte. Ihre Tochter Sandy lebt heute in der Nähe von Paris und sie wird in Kürze Mutter. Vor 5 Jahren hat sie die Suche nach ihrer leiblichen Mutter aufgenommen. Alleine, aus Angst, die Gefühle ihrer Adoptiveltern, denen sie sehr nahe steht, zu verletzen. In Sri Lanka findet Sandy heraus, dass sie aus einer außerehelichen Beziehung stammt. Ihre Tante hat sie verkauft, im Hinterzimmer ihres Lebensmittelladens. Meine biologische Familie dachte, dass ich in Sri Lanka sei. Das habe ich in Sri Lanka erfahren. Denn am Tag meiner Adoption, die im Hinterzimmer des kleinen Ladens stattfand, kam ein Mann und holte mich ab. Er erledigte das Geschäftliche, wenn man dem so sagen will. Die Familie dachte, dass ich bei diesem Mann lebe, einem wohlhabenden Geschäftsmann. Sie dachten, dass ich es bei ihm gut haben würde. Der Mann ist aber in Tat und Wahrheit einer der Zulieferer von Dawn da Silva. Und die Adoptionsurkunde hat eine Schauspielermutter unterzeichnet. Ja, das ist Kinderhandel. Das ist nicht normal. Man darf nicht mit Menschenleben spielen. Damals ahnen die Weißbrots nichts von alledem. Denn auf der Schweizer Botschaft erhalten sie problemlos ein Visum für ihr Baby. Und das, obschon die Schweizer Behörden 1985 bereits wissen, dass viele Adoptivkinder dubiose Papiere haben. Sie haben einfach nicht hingeschaut. Von den Adoptiveltern hat sich niemand beklagt. Weshalb also sollten sie dem nachgehen? In meinem Fall ist es so, dass das Kind auf dem Foto im srilankischen Pass überhaupt nicht ähnlich aussieht wie das Kind auf dem Foto, auf dem meine Mutter mich zum ersten Mal im Arm hält. Es ist so offensichtlich, dass ich mich schon frage, hat das niemand gesehen oder hat es einfach niemanden interessiert? Doch es gibt schon damals Hinweise. 1984 arbeitet Pedro Sutter als junger Sozialarbeiter für Alice Honecker. Er wird nach Colombo geschickt und wird dort 2-mal bei der Schweizer Botschaft vorstellig. Denn er hat bemerkt, dass die für die Visa zuständige Beamtin diese auch im Zweifelsfall ausstellt. Sie hat einerseits gesagt, sie sei nur ausführendes Organ vom Bundesamt für Justiz. Und wenn die Adoptionsurkunde da ist, gäbe sie das Visa. Aber es hätte auch Fälle gegeben, wo das Geburtsdatum nicht übereingestimmt hat mit Geburtsurkunde und Adoptionsurkunde. Und sie haben dann trotzdem Visum gegeben, weil die Eltern, Adoptiveltern, hätten ja nichts dafür können. Empört über das Vorgehen der Botschaft seines Landes, schreibt Pedro Sutter einen sehr kritischen Bericht. In Sri Lanka hat er Massenadoptionen gesehen, mit Scheinverfahren.
Er beschuldigt die lokalen Vermittler, sich zu bereichern und die Adoptiveltern nicht hinzuschauen. Die Gesetze waren sehr offen, sehr lasch. Es gab kein Gesetz, also keine Höhe der Adoptionsvermittlungen. Jeder Vermittler konnte so viel verlangen, wie er wollte. Es gab keine Limiten und es war freier Markt. Also von daher, es war sicher unmoralisch, unethisch. Es war einfach eine Dienstleistung für Adoptiveltern. Die haben viel Geld bezahlt und bekamen einen guten Service. Also insoweit war das ein Business von beiden Seiten. Nein. Aber es war nicht zum Wohl der Kinder, es war zum Wohl der Adoptiveltern. Pedro Sutter will bei diesem Handel nicht Mittäter sein. Als er zurück in der Schweiz ist, kündigt er seinen Job. Wir versuchen, den Sohn von Alice Honecker zu kontaktieren. Er ist selbst adoptiert und führt die Stiftung seiner Mutter weiter in diesem Haus am Zürichsee. Rudi Honecker antwortet uns schriftlich. Er verteidigt die Arbeit seiner Mutter, gibt uns aber weder ein Interview noch Zugang zu seinem Archiv. Und was ist mit den Schweizer Behörden? Haben sie wirklich die Augen verschlossen? Wieso haben sie nicht interveniert? Um das herauszufinden, verlangen wir Zugang zur diplomatischen Korrespondenz der 80er Jahre zwischen der Schweizer Botschaft in Sri Lanka und Bern. Ein heikles Thema. Zu Beginn erhalten wir keine Einsichtserlaubnis vom Bund. Es wird geltend gemacht, dass bei Adoptionen eine außergewöhnliche Frist von 120 Jahren gilt. Es braucht mehrere Wochen Verhandlungen. Dann erhält Thierry Hartmann, Recherchejournalist von RTS, eine Ausnahmeerlaubnis, um die vertraulichen Dokumente anzuschauen. Aber die Bedingungen sind sehr strikt. Es darf nichts kopiert und nichts fotografiert werden. Einzig Notizen vor Ort sind erlaubt. In diesen Kartons steckt ein gut gehütetes Geheimnis. Die Schweizer Behörden wussten seit Beginn der 80er Jahre vom Kindshandel bei internationalen Adoptionen. Bereits 1981 zeigt sich ein Diplomat in Colombo beunruhigt, Claude Ochsenbein. Am 12. Oktober 1981 schreibt er in seinem Dossier über Don da Silva: Eines Tages wird uns diese Angelegenheit einholen. Und wir werden in etwas verwickelt sein, was ein Skandal werden könnte. Zwei Monate später verständigt Claude Ochsenbein Bern. Ein Herr Wettstein vom Bundesamt für Ausländerfragen antwortet ihm am 22. Dezember 1981. Sie sind nur befugt, das Visum auszustellen, wenn Sie sicher sind, dass die vorgängigen Adoptionsschritte in Abstimmung mit den lokalen Gesetzen stattgefunden haben. Diese Weisung bringt den Schweizer Diplomaten in Colombo in eine unmögliche Situation. Wenn er die vorgelegten Dokumente zurückweist, bedeutet das, dass die sri-lankischen Gerichte korrupt sind. Außerdem wird die Botschaft vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Schweizer Eltern kommen in der Regel bereits mit dem Baby und den sri-lankischen Adoptionsdokumenten an. Was also tun? Claude Ochsenbein antwortet dem Bundesamt für Ausländerfragen mit einem detaillierten Bericht. Er bemängelt, dass die Schweizer Adoptiveltern vor Ort Druck ausüben würden. Er teilt sie in zwei Kategorien ein. Am 3. Mai 1985 schreibt er: Für die einen Eltern zählt das Geld und die moralischen Vorstellungen sind etwas ausgeprägter. Sie wehren sich gegen die Forderungen der Vermittler. Und dann gibt es die andere Kategorie der Eltern. Für sie spielt das Geld keine Rolle. Sie wollen möglichst schnell ans Ziel kommen. Ein Beispiel. Ein Arzt erklärt auf der Botschaft, dass er 1.000 Franken pro Tag verdient und deshalb keine Zeit zu verlieren habe. Einige Tage später reist er ab, ganz stolz, mit seinem Baby. Empört schreibt der Diplomat: Es fragt sich, wie viele unserer Mitbürger in diesem Zusammenhang eine schwere Verantwortung zu tragen haben. Bern hat keine Zeit, auf den unmissverständlichen Bericht des Diplomaten zu reagieren.
Eine Woche später, am 19. Mai 1982, gelangt der Skandal um die illegalen Adoptionen an die Öffentlichkeit. Die Zeitschrift L'Illustré veröffentlicht einen schockierenden Bericht. Der Artikel bezieht sich auf die privaten Organisationen, die Adoptionen vermitteln. Dawn da Silva wird beschrieben als eine der wichtigsten Kinderhändlerinnen der Hauptstadt. Weiter steht geschrieben, die Kinder, die zum Verkauf stehen, sind simple Exportprodukte. Sie werden in Massen gehalten. Sie sind in 5 bis 6 Heimen untergebracht, welche die Einwohner Babyfarms nennen. Gemäß der Zeitschrift stoße das alles bei den Schweizer Behörden auf taube Ohren. Für die Schweizer Zollbeamten zähle nur, dass die Papiere des Kindes korrekt seien, steht da. Das ist auch die Linie des Bundesrats. Im Juni 1982 erklärt Kurt Furgler, dass es in Sri Lanka vielleicht ein Problem gäbe mit gewissen lokalen Vermittlern, aber nicht in der Schweiz. Trotz der Anschuldigungen des Diplomaten in Colombo und der Zeitungsartikel machen die Schweizer Behörden 1982 nichts, um den Skandal zu stoppen und private Adoptionen zu verbieten. Und auch die Adoptiveltern wollen ihren Kinderwunsch nicht aufgeben. Mit der Hilfe von Alice Honecker und Dawn da Silva kommen in den folgenden 4 Jahren weiterhin hunderte sri-lankischer Babys in die Schweiz. Doch im Januar 1987 wird Dawn da Silva verhaftet. Ihr wird vorgeworfen, ihr Hotel in eine Babyfarm verwandelt zu haben. Einige Monate später gibt Sri Lanka die internationalen Adoptionen auf. Doch es wird noch 30 Jahre dauern, bis die Behörden im Herbst 2017 das Ausmaß des Handels in den 80er Jahren zugeben werden. Es gab viele solche Babyfarms. Eine war in meinem Bezirk, in der Nähe des Strandes. Sie führten dort eine Razzia durch und nahmen einige Leute fest. In diesen Babyfarmen haben sie Babys gesammelt und an Ausländer verkauft. Für eine Adoption. In der Schweiz wird Olivia und Sarah klar, dass sie mit ihrem Schicksal nicht allein sind. Die meisten Kinder, die in den 80er Jahren aus Sri Lanka adoptiert wurden, haben falsche Papiere. Sie beschließen, einen Verein zu gründen. 70 Adoptierte treten sofort bei. Inzwischen sind es bereits 120. Wir möchten das Problem auch politisch angehen, damit wir sicher sein können, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Dass anerkannt wird, was damals geschehen ist, das wäre schon sehr wichtig. Die Schweizer Behörden wussten Bescheid darüber, was vor 35 Jahren geschehen ist. Es ist nicht so, dass sie nichts gewusst haben oder nichts hätten wissen können. Sie sagten sich wohl, gut, die Adoptiveltern haben ihr Baby bekommen, alle sind zufrieden und haben nicht weitergedacht. Die Schweiz muss diese Verantwortung auch tragen. Sie kann nicht einfach alles auf das Geburtsland der Babys abschieben. Ihr Aufruf wird gehört, auch im Bundesrat. Er hat ein Postulat angenommen, welches zum Ziel hat, Licht ins Dunkel zu bringen bei den Adoptionen aus Sri Lanka. Das Bundesamt für Justiz hat 2 Jahre Zeit, um einen Bericht zu erstellen. Wir haben ganz klar die Aufgabe, die adoptierten Kinder zu unterstützen bei der Suche nach ihren Wurzeln. Diese Aufgabe steht in der Verfassung. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob es zu Rechtswidrigkeiten oder Unregelmäßigkeiten gekommen ist und in der Folge dann zu entscheiden, was man damit macht oder was man noch zusätzlich machen kann. Die Adoptierten aus dem Verein haben klare Erwartungen. Sie verlangen unter anderem psychologische Unterstützung und finanzielle Hilfe des Bundes für die Suche nach ihren Wurzeln. Doch die Dinge gehen langsam voran. Das Dossier hat in Bundesbern keine hohe Priorität.
Wir haben keine zusätzlichen Mittel, kein zusätzliches Personal bekommen, um den Bericht zu verfassen. Die Behörde für Adoptionen ist sehr knapp bemessen. Wir sind 3 Personen, von denen sich momentan keine voll diesem Dossier widmen kann. Nathalie ist mit ihrem älteren Bruder adoptiert worden. Sie hat 2001 mit der Unterstützung ihrer Adoptiveltern eine Frau gefunden, von der sie glaubt, dass sie ihre Mutter ist. Nun will sie Gewissheit. Sarah macht für Nathalie einen DNA-Test in Sri Lanka. Ich hatte schon das Gefühl, dass diese Frau meine Mutter ist, denn es war sehr emotional. Sie weinte und sagte, sie sei so froh, uns wiederzusehen. Diese Frau hat tatsächlich 2 Kinder zur Adoption freigegeben, ein Junge und ein Mädchen. Aber da bleibt ein kleiner Zweifel, ob sie wirklich meine leibliche Mutter ist. Sarah macht sich also mit einem Übersetzer auf den Weg in das kleine, arme Dorf im Norden Kolumbus. Sie trifft hier die Frau, die Nathalies Mutter sein soll. In diesem Brief hat sie gefragt, ob sie einverstanden sind mit einem DNA-Test. Sie sagt, sie würde das gerne tun. Sie sagt, weil es ihre Kinder seien, möchte sie das gerne tun. Fünf Wochen wird es dauern, bis das Testresultat vorliegt. Ich hoffe wirklich, dass ich nach all den Jahren nun die Bestätigung bekomme. Denn wenn nicht, beginne ich wieder bei Null. Das würde bedeuten, dass all meine Papiere gefälscht sind, dass die Fotos, die ich meinen Kindern gezeigt habe, als sie Fragen stellten, gar nicht mich als Baby zeigen. Es gelingt sogar, in diesem abgelegenen Dorf den Kontakt in die Schweiz herzustellen. Hello. Hi. My daughter. Hallo, meine Tochter. She's speaking to you. Hello, my daughter. Hallo, Mama. Sie möchte sie gerne sehen und vor allem ihre Kinder. Sie sagt, es ist schön, ihre Stimme zu hören. Sie möchte sie gerne sehen. Sie hat mehrmals betont, dass sie kein Geld bekommen hat, als sie euch beide weggegeben hat. Sie hat mehrmals gesagt, ich habe meine Kinder nicht verkauft. Die Frau erklärt im Gespräch, dass sie damals allein und mittellos krank geworden sei. Im Spital hat eine Krankenschwester, die in Kontakt war mit Don da Silvas Organisation, sie überredet, ihre Kinder abzugeben. Ich habe erfahren, dass sie uns zwar freiwillig abgegeben hat, aber dass doch ein gewisser Druck da war. Das macht einen großen Unterschied, dass sie offenbar nicht genau wusste, was sie tat. Vor allem rechnete sie damit, uns wiederzusehen. Heute bin ich ja selbst Mutter und kann mir gar nicht vorstellen, wie das für sie gewesen sein muss. Denken Sie, dass man ihr nicht genau erklärt hat, was das beinhaltet? Offensichtlich nicht. Man hat ihr nicht erklärt, was eine Adoption bedeutet. Sie rechnete damit, uns wiederzusehen.
Sie war danach ein Jahr lang in einer psychiatrischen Klinik. Und erst dort hat sie begriffen, was sie getan hatte. Die adoptierten Kinder sind nicht die einzigen, die ihre Familien wiederfinden wollen. Auch Mütter suchen nach ihren Kindern, die in den 80er Jahren als Babys adoptiert wurden. Doch das Thema bleibt ein Tabu in Sri Lanka. Die Behörden helfen den Frauen nicht und DNA-Tests sind für sie nicht bezahlbar. Der Verein von Sarah und Olivia hat eine Warteliste von etwa 100 Frauen. Sri Lankische Frauen können es sich nicht leisten, einen DNA-Test zu machen. Unsere Arbeit und die Arbeit von anderen Adoptierten ist also sehr wichtig. Wir sind erst noch am Anfang. Wir haben mit 11 DNA-Kits begonnen und es gibt 11.000 Adoptierte auf der ganzen Welt. Es gibt also noch viel zu tun, aber man muss ja irgendwo anfangen. Mit diesen Stäbchen werden Hautzellen für den DNA-Test entnommen. Die Resultate werden anschließend an eine internationale Datenbank gegeben. Die Frauen hoffen, dass ihre Kinder sie ebenfalls suchen und dass sie sich über die Datenbank dank übereinstimmender DNA finden. Es sieht so aus, als ob diese Mütter ihre Kinder freiwillig abgegeben haben. Aber man ist sich vielleicht nicht bewusst, unter welchem Druck die Mütter standen. Entweder wurden die Kinder ihnen legal weggenommen, oder sie wurden dazu gezwungen, die Kinder abzugeben. Oder die eigene Familie hat Druck ausgeübt. Sie konnten sehr wenig entscheiden, um nicht zu sagen, gar nichts. Diese Frau erzählt, dass sie sehr jung geheiratet hat, gegen den Willen ihrer Eltern. Sie war schwanger, als ihr Mann sie verließ. Ihre Familie zwang sie, ihr Baby wegzugeben. Ich suche seit etwa 18 Jahren. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Sie kam am 15. Juni 1977 in der Castle Maternity in Colombo zur Welt. Sie heißt Anusha Kumari. Ich dachte damals, dass auch wenn ich sie weggebe, ich sie zu einem späteren Zeitpunkt wiedersehen würde. Ich war völlig hilflos. Ich möchte mein Kind wiedersehen, bevor ich sterbe. Um herauszufinden, wer ihre Papiere gefälscht hat, verfolgt Olivia noch eine andere Spur. Sie will Dawn da Silva finden, die Vermittlerin, welche ihre Adoption organisiert hat. Die Frau ist seit mehreren Jahrzehnten verschwunden. Gerüchten zufolge soll sie in Kalifornien oder Australien leben. Im Telefonbuch finden wir eine Dawn da Silva. Die Adresse führt uns in eine bessere Gegend von Colombo. Eine Nachbarin zeigt uns, welches Haus. Wir können es selbst nicht fassen, als wir sie in ihrem Garten antreffen. Wir erkennen sie sofort. Zuerst streitet sie ab, Dawn da Silva zu sein. Doch als wir sie mit den Dokumenten konfrontieren, gibt sie es zu. Wir improvisieren und filmen mit unseren Handys. Dawn da Silva sagt, dass sie keine Unterlagen aus jener Zeit mehr besitzt. Sie erinnern sich nicht an die Namen? Nein. Und Sie haben keine Unterlagen mehr? Kein Archiv? Nein. Sie haben gar keine Papiere aus der Zeit? Gar nichts? Nein. Wir konfrontieren sie mit Fotos und Briefen, die sie verschickt hat. Aber sie erinnert sich an kein Baby, das durch sie vermittelt wurde. Weder an Olivia, noch an Sandy, noch an Natalie. An niemanden. Mein ganzes Leben lang dachte ich, sie seien die Anwältin, welche meine Adoption durchführte und mich meiner Mutter weggenommen hatte. Nein, das ist nicht meine Schuld. Verstehen Sie, dass es für diese Kinder heute sehr belastend ist, dass sie ihre leiblichen Eltern nicht finden können?
Das verstehe ich. Aber ich habe die Kinder und ihre Geburtsurkunden nicht ausgesucht. Ich weiß nichts darüber. Ich habe sie nur ins Büro von Herrn Pereira gebracht. Und dann mussten die Eltern vor einem Anwalt unterschreiben. Und das war's. Aber Sie haben nie die biologischen Mütter getroffen, die Ihre Kinder zur Adoption freigaben? Nein, die kamen immer mit den Vermittlern. Es gab aber Frauen, die nicht die Mütter waren, die aber die Papiere unterzeichneten. Das müssen Sie die Vermittler fragen. Sie haben alles gemacht. Aber Sie hatten doch auch Schauspielermütter. Nein, ich hatte damit nichts zu tun, mit den Adoptionen. Die Diskussion wird immer surrealer. Don da Silva behauptet, ihre Verhaftung 1987 sei ein abgekartetes Spiel gewesen. Die Rache eines eifersüchtigen Ex-Mannes. Das war alles erfunden. Gab es denn keine Babyfarmen? Ich wurde vom Generalstaatsanwalt entlastet. Dadurch bekam ich mein Visum und ging nach Australien und in die USA. Denn ich hatte nichts damit zu tun. Ich hatte nur übersetzt und die Reise organisiert. Sonst weiß ich nichts. Sie haben keine Babyfarm in Vaduva betrieben? Nein, das ist alles erfunden. Erfunden also. Waren Sie denn nicht im Gefängnis? Für kurze Zeit, ja. Wie lange? Etwa eine Woche. Eine Woche und dann kamen Sie raus? Ja. Artikeln aus dieser Zeit zufolge ist es ihr aufgrund eines Verfahrensfehlers gelungen, das Gefängnis zu umgehen. Danach ist sie in die USA geflüchtet. Und sie scheint nichts zu bereuen. Was würden Sie denn all diesen Kindern und Babys sagen? Die sind doch dort sicher glücklich, oder? Ich denke, einige wären sonst im Abfall gelandet. Danach habe ich viele solche Sachen gesehen. Im Abfall gelandet in Sri Lanka? Ja. Sie denken, Sie hätten sie vor einem schlimmen Leben in Sri Lanka gerettet? Genau. Schmerzhafte Worte für Olivia. Viele Mütter sind sehr traurig, dass sie ihre Kinder verloren haben. Alles, was sie wollen, ist, ihre Kinder zu finden, bevor sie sterben. Tut Ihnen das nicht leid? Ich denke schon. Aber Sie haben doch sicher ein besseres Leben gehabt als in Sri Lanka. Ich weiß nicht, wie mein Leben hier verlaufen wäre, aber ich wäre bei meiner Mutter gewesen. Mein ganzes Leben lang habe ich meine Mutter vermisst. Das ist sehr traurig für mich. Ich verstehe. Sind Sie wirklich sicher, dass Sie sich nicht an Olivia Ramya erinnern? Was möchten Sie ihr gern sagen? Ich hoffe, dass sie ihre Mutter findet. Am nächsten Tag schickt uns Don da Silva ein E-Mail mit den Namen der Vermittler. Doch die meisten sind bereits gestorben. Es gibt keine Spur mehr, die wir weiterverfolgen könnten. Sie bedroht uns und verbietet uns, wiederzukommen. Wir versuchen also, sie per Telefon zu erreichen. Aber ihre Nummer ist nicht mehr gültig. Fünf Wochen später treffen wir Nathalie in Romont wieder. Sie hat das Resultat ihres DNA-Tests erhalten. Er ist positiv. Sie hat ihre leibliche Mutter gefunden. Zum ersten Mal in meinem Leben haben sich meine Schultern entspannt. Ich habe weniger Probleme mit der Atmung, auch mit der Verdauung. Ich glaube, das spielt alles zusammen. Denn ohne dass man es sich bewusst ist, der Körper erinnert sich. Und da löste sich plötzlich eine enorme Anspannung. Ich bin sehr dankbar, denn ich kenne andere Personen, die ihre leibliche Mutter ebenfalls lange suchten und dann am Ende einen negativen Bescheid bekamen. Das ist extrem hart. Ich weiß, was für ein Glück ich hatte.
Und meine Kinder sind nun in einem Alter, wo sie anfangen, mir Fragen zu stellen. Ich habe immer ein bisschen gezögert, ihnen zu antworten, weil ich nicht sicher war. Das hat sich nun geändert. Nun kann ich Ihnen sagen, dass wir dorthin fliegen können, wenn Sie das möchten. Ich finde das sehr wichtig, dass Sie es wissen und dass Sie das nicht durchmachen müssen, diese Recherchearbeit, all die offenen Fragen. Sie werden Antworten haben und das ist sehr wichtig für Ihre Identität. Olivia sucht weiter. Sie fühlt sich gut in Sri Lanka und möchte so oft wie möglich hierher zurückkehren. Aber anders als Sarah und Natalie plant sie im Moment keine eigene Familie. Ich glaube nicht, dass ich Kinder haben werde. Ich weiß, dass es für einige sehr heilsam war, neue Wurzeln zu schlagen. Aber ich fühle mich nicht bereit, Mutter zu sein. Denn zuerst muss ich mich noch um das kleine verletzte Kind kümmern, das immer noch in mir drin ist. Diesen Schmerz, das Gefühl, entwurzelt worden zu sein, trägt auch Sarah mit sich. Aber sie bereut es nicht, ihre Vergangenheit aufgerollt zu haben. Im Alltag findet sie Trost in ihrem Beruf als Hebamme. Im Alter von 12 Jahren wusste ich, dass dies mein Beruf werden sollte. Rückblickend denke ich heute, dass die Begleitung der werdenden Mütter und ihrer Babys sehr heilsam für mich war. Für mich ist das immer noch ein Geheimnis, diese Mutter-Baby-Beziehung. Aber Sie haben noch Hoffnung, Ihre leibliche Mutter zu finden? Ja, ich habe noch Hoffnung. Aber man muss eine gute Balance finden, damit es nicht zur Obsession wird. Ich habe ja mein Leben, meine Familie, meine Kinder hier. Auf der anderen Seite, wie soll man jemals aufhören, seine Familie zu suchen? Ich denke, die Hoffnung wird bis zuletzt bleiben.